Da ist der Ottmar Schmid. Schon seit 32 Jahren am Imkern und er braucht nicht mal mehr eine Imkerausrüstung. Während dem Imkern raucht er einen Stompe aus handverlesenen Kräutchen. Die Bienen verzücheln sich nämlich bei Rauch instinktiv in ihre Waben. Während die Wildbienen wegen Überdüngung, Pestizid und der fehlenden Blumen bedroht sind, haben die Honigbienen einen anderen grossen Feind. Bienen sind an und für sich nicht gefördert, Honigbienen. Das grosse Problem ist einfach die Varroamilbe. Und wenn man die nicht behandelt, dann hat man im anderen Jahr keine Bienen mehr. Die Situation mit der Varroamilbe gibt den Imkern wenig Hoffnung. Die Blockgäste beschäftigen sich schon seit Jahrzehnten. Die Varroamilbe hat man eingeschleppt, etwa im 82. von Asien. Und seither haben wir die. Und die Forschung, das Gebiet ist einfach zu klein, dass man hier intensiv forscht. Wir sind heute, nach 50 Jahren, sind wir gleich weit wie im 82. Die Behandlung dieser Milben liegt aber ganz bei den Imkern. Jeder Einzelne kann aber trotzdem seinen Beitrag zum Überleben der Honigbienen leisten. Dass die Steingärten, die grossen Anlagen, die Steine machen, wo keine Pflanze mehr kommt, dass man die dort nicht mehr fördern, weil dort wachsen keine Pflanzen für die Bienen. Dort haben sie keine Nahrung. Und wichtig ist eben, dass die Bienen das ganze Jahr Nahrung haben. Das ganze Jahr etwas blüht, was sie beflügen können, dass sie Nektar und Pollen holen können. Am Überleben der fleissigen Suppenhelden sind wir alle interessiert. Sie bestäuben unsere Äpfelbäume und Gemüsegärten und sorgen so dafür, dass wir nicht bis auf den Teller haben. Und wer einen eigenen Garten hat, die Bienen freut sich besonders über Sonnenblumen, Krokus oder Lavendel.